Ja, dann dürfen wir euch herzlich begrüßen zur ersten Turmfunkübertragung im Jahr 2015. Es ist der 23. Spieltag und es geht gleich um ganz, ganz wichtige Punkte für den SSV Jahn Regensburg heute gegen Borussia Dortmund. Mein Name ist Matthias Geisler, neben mir ist der Andi Laudenschlager. Andi, grüß dich. Servus, grüß euch. Ja, man muss natürlich ein ganz, ganz großes und dickes Lob aussprechen an die vielen, vielen Jahn-Fans, die gestern den ganzen Tag mit der Schneeschaufel hier im Jahn-Stadion zugange waren. Und es hat nicht gereicht, denn mitten in der Nacht kam noch ein Wintereinbruch und ein paar Hartgesottene haben eine Nachtschicht eingeschoben, um hier dieses Spiel stattfinden lassen zu können. Du sagst es, bis 3 Uhr nachts haben da einige Leute praktisch versucht, den Platz sofort wieder von den neuen Schneemassen zu befreien. Sie haben es recht gut hinbekommen. Heute Vormittag ging es dann weiter. Einige Anfänger sind wiedergekommen. Viele, die auch gestern schon da waren, wollten dieses Spiel unbedingt stattfinden lassen. Wir wollten es auch. Der ganze Verein will es. Man brennt darauf, diese missratene Hinrunde doch irgendwie noch wettzumachen. Die Dortmunder können sich den Ball erobern, kommen über die linke Seite. Ah, da geben sie Gas, da geben sie das Gas. Ist die, das ist gefährlich. Ja, da sind die Dortmunder im 16er gefährlich. Oh. Aber zum Glück ist Andi Günther dazwischen, verliert aber gleich wieder den Ball. Da geht ein Raunen durchs Stadion und die Dortmunder können sich befreien, kommen über die rechte Seite, bringen die Flanke. Oh. Der Streblinger kommt zu spät auf Lorenzi. Jetzt Hofrat sucht eine Anspielstation. Wir sind in der Hälfte der Dortmunder, da müssen wir zurückspielen auf Lorenzi wieder. Der jetzt auf Steininger, ja, das war ein guter Ball jetzt von Steininger auf Hesse, super Seitenwechsel, wir sind am Strafraum, Ball flach in die Mitte und, oh! Und diesen so. Ball getreten, das Knoll ist das? Ja, das ist Knoll, der den Ball mit dem linken Fuß von der rechten Seite hineinbringen wird, ja. Der ist nicht schlecht, wird verlängert, da ist Steininger kommt jetzt ran, ist die erste Schussmöglichkeit, oh. Und da muss Baumann zum ersten Mal ran, mit einem Reflex. Trettenbach. Geipel, jawohl, Trettenbach, da war kurz noch Hesse beteiligt, das machen sie jetzt sehr gut, super Ball, stark, kein Abseits, jetzt Königs auf Höhe des Strafraums, ja, zurück auf Knoll, Knoll, ah, lässt sich da abgrätschen, kämpft aber und kriegt, ja, zumindest einen Einwurf rausgeholt. Ja, das war ein sehr, sehr ansehnlicher Spielzug. Ja, Geipel, sehr gut, Trettenbach hat jetzt mal Platz, marschier mal los, komm, geht mit großen Schritten Richtung Strafraum, ja, super in die Gasse, da ist Königs, was macht Königs, in die Mitte, ja, nein, das gibt es nicht, das gibt's doch nicht! Das gibt es nicht, es völlig frei! Es ist noch nicht vorbei, es ist noch nicht vorbei. Der Ball kommt nochmal Schuss. Geipel! Gefälscht! Oh, noch die Riesenschaft! Am langen Posten vorbei. Da war die Riesenmöglichkeit für den SSV Jahn Regensburg. Und wie hat denn dieser Hendrik Bonnmann, die Nummer 30 im Tor der Dortmunder, diesen Ball gehalten? Das gibt es nicht. Da hat der Königs super vorbereitet, spielt am Tor entlang, am 5-Meter-Raum und völlig frei. Wer war denn das? Wer kam da zum Abschluss? Ich habe es nicht mal gesehen. Auf jeden Fall hätte er ihn bloß noch ins leere Tor schieben müssen. Wenn ich mich nicht täusche. Das ist so bitter jetzt. Und jetzt gibt es den Eckball. Das macht jetzt Hofrat kurz. Da kommt Knoll. Nochmal kurz Knoll. Jetzt Hofrat mit der Flanke und... Jetzt. Ja! Da ist das Ding! Jawohl! Ist er drin! Jawohl, Mann! Und ich müsste mich täuschen. Ich müsste mich täuschen. Jawohl! Es war Paliones, es war Paliones, unser neuer Kapitän, der das 1:0 hier für den SSV Jahn Regensburg macht und das ist verdient. Und der Eckball war nicht schlecht gemacht. Nee, da hatten sie so eine gute Variante ausgedacht. Zurückgespielt auf den letzten Mann, dann kommt der flache Ball rein. Paliones steht wegen der Ecke noch da, hält den Fuß hin und dann steht es hier 1:0. Ganz, ganz wichtig. 1:0 für den SSV Jahn Regensburg. Super gemacht. Kommen über die linke Seite. Sehr gefährlich. Den Rücken von Trettenbach, Dortmund im 16er. Oh, Gottes Willen. Und Gott sei Dank. Steininger. Ja, Steininger mit einem Übersteiger im eigenen 16er. So was habe ich auch selten gesehen, was der jetzt da gemacht hat. Wow. Das passt schon, wenn Sie da variieren mal in Ihren Varianten. Ja, klar. Definitiv. Ich meine, das 1:0 bestätigt ja. Oh! Dortmunder Patzer, da ist die Möglichkeit. Ab. Oh, böses Foul an der Strafraumgrenze. Das muss wieder gelb geben. Das muss gelb geben. Und der hat schon gelb, oder? Die 24. Der muss schon gelb haben. Das ist gelb-rot. Das ist gelb-rot. Sehr gut. Sehr gut. Der Richtung Mittellinie. Jetzt kommt der weite Ball. Ja, da suchen sie immer wieder Königs. Aber da muss der Ball halt auch mal genauer kommen. Knoll jetzt. Marvin Knoll. Ja, das war ein guter Ball. Jetzt auf Geipel. Steckt durch. Knoll kann den Ball jetzt bekommen.
Ah, bringt er jetzt die Flanke rein? Ah, schade. So, zweiter Ball landet bei Hofrat. Der flankt in die Mitte. Ja, Torwart langt daneben. Ah, schade. Die er ausgeführt hat. Ja, versuchen es wieder kurz, ja, wirklich. Da ist die Schuss aber abgeblockt. Da hat es Hofrat versucht. Jetzt kommt er mit aber 4 gegen 3. 4 Regensburger gegen 3 Dortmund. Stark, ganz stark von Fabian Drettenbach. Ja, so ist es. Nach mittlerweile gespielten 20 Minuten in der zweiten Halbzeit ist Entlastung wichtig. So, jetzt verlieren sie erstmal den Ball wieder. Ah, jetzt kämpfen sie ihn zurück. Sehr gut. Jetzt die Riesenmöglichkeit. Komm, wir sind im Strafraum. Und nein, Schuss. Ja! Ja! Jawohl! Ja, und es ist Kolja Pusch! Und der Kolja Wahnsinn, du hast es gerade noch gesagt! Mit seinem ersten Ballkontakt zieht er aufs Tor, bringt den Ball flach hinein und ja, der Ball ist abgefälscht, passt Eigentor, meinte ich, kommt direkt wieder auf den Latschen von Kolja Pusch gelandet und Rumstadt, da knallt er das Ding hinein und es steht 2:0 für den SSV in Regensburg und das ist mein Einstand, würde ich sagen. Ja, da hat Christian Brand jetzt auch ein glückliches Händchen bewiesen. Kolja Pusch, keine 5 Minuten auf dem Feld, macht er hier das 2:0. Wahnsinn! Achtung jetzt, Schusschuss durch Amini. Kein schlechter Versuch. Oh, Strebinger bringt da die Arme gerade noch hoch. Da hat er ein ordentliches Pfund hingelassen. Ja. Strebinger wurde das ganze Spiel nicht gefordert. Jetzt zum ersten Mal musste er eingreifen. Und der Ball flatterte. Und da ist schon wieder Marvin Knoll. Ah, schade. Aber leider nicht in den Lauf gespielt. Rettenbach trotzdem mit dem Ballbesitz schippt hinein. Ist wieder Knoll. Schießt. No! Ganz Parade von Bonmann. Schade. Riesenmöglichkeit für den SSV in Regensburg. Und jetzt ist da Pusch, Steininger. Steininger setzt sich stark durch. Jawohl, kann jetzt marschieren. Geht schon in Richtung gegnerischen Strafraum. Ja, guter Ball. Uwe Hesse geht jetzt in den Schuss. Oh! Der so legt sofort wieder den Vorwärtsgang ein. Drettenbach, ja, auf Knoll wieder. Doppelpass, schön mit, also Drettenbach und Knoll. Und jetzt, super Ball. Königs allein vom Tor. Nein, das gibt es nicht. Es war Kolja Pusch, es war nicht Königs, aber es ist egal, er ist auf jeden Fall nicht drin, der Ball. Oh, das ist so bitter. Ja, der Boden ist hart. Jetzt nochmal die Möglichkeit für die Regensburger, den kompletten Knockout zu setzen. Thomas Kurz spielt auf die linke Seite. Steininger wird von Hofrat hinterlaufen. Hofrat bekommt den Ball. Sehr gut. Pass kommt ihn. Tor! Nein, und ist drin. Eine missglückte Flanke landet im Kasten des BVBs. Oh. 3:0 für den SSV in Regensburg. Ja, und damit hat keiner gerechnet. Auch Hendrik Bonmann im Kasten der Dortmunder. Schaut völlig bedröppelt. Ja, dachte hier eher an eine Flanke. War das Tor dann leer? Rutsch ihm über den Schlapp und landet im Kasten. 19, ja, das ist 3:0. Das ist der Knockout. Und ich denke, damit hat sich die Sache bei noch zu spielenden 30 Sekunden. Aber trotzdem. Das sollten wir umbringen, ja. Sehr schön in Szene gesetzt. Ich weiß nicht, das Spiel ist jetzt in diesem Moment auf jeden Fall aus. Der SSV Jahn gewinnt verdient und mit 3:0 dieses Spiel hier, der Start in das neue Jahr ist geglückt. Die Aufholjagd wird eingeleitet. Ist eingeleitet worden. Ja, ja, wir haben es 3:0 gewonnen. Du hast es gesagt, man darf es nicht überbewerten, aber trotzdem, heute dürfen wir auf jeden Fall feiern. Ja. Nach langem können wir mal wieder ein Wochenende genießen. Ja. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Viertel, servus.